Herzlich willkommen zu den Bundesliga-Tipps von XBetipps am 22. Spieltag. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBet. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions. Viel Spaß mit den XBet-Tipps. Und hier ist Ihr Gastgeber, Christian Custodian. Mit Radek Vegas die Wochen, Monate und Jahre zuvor auch wieder. Ja, letzte Woche hingegen nicht so erfolgreich wie gewohnt. Ein Tipp jeweils, oh, da habe ich dir den Stern vergessen zu geben, aber du hast wenigstens einen kompletten Tipp richtig. Ich habe bei Freiburg immerhin das Geld zurück. Naja, kann nur besser werden. Schauen wir mal, was diese Woche auf uns zukommt. Ob die Bayern wieder an Boden gut machen können, denn die Dortmunder straucheln seit längerem schon. Das haben wir alle schon erwartet, dass die in der Rückrunde sich schwerer tun würden. Und ja, jetzt sind sie dran, die Bayern, die am Freitagabend spielen in Augsburg. Jetzt kommt es gerade ganz dick für Dortmund, ne? Also das muss ich noch ganz kurz aufgreifen. Gegen Werder ausgeschieden, dann gegen Hoffenheim 3-0 verkackt und auch drei Tore kassiert gegen Tottenham und genauso wie gegen Hoffenheim immer in der zweiten Halbzeit. Also das muss ja an Selbstbewusstsein nagen und das Team ist ja noch ganz jung. Also ich mache mir da echt große Gedanken und Bayern wird vorlegen am Freitag. Die haben daheim nur unentschieden gespielt gegen Augsburg. Jetzt gegen Jens Lehmann, den mögen die Bayern wahrscheinlich auch nicht so, auch wenn das natürlich nur eine Randnotiz ist, werden sie Vollgas geben und das relativ souverän 3-1 gewinnen. Ich sehe hier über 2 Tore von Bayern. Also entweder macht man über 2,5 oder 3. Asian Handicap, über Asian Tore 2 und einen Auswärtssieg, den wird sich Bayern nicht nehmen lassen. Siehst du da irgendwelche anderen Möglichkeiten? Ja, ich glaube halt, weil wir im Hinblick auf das Liverpool-Spiel vielleicht eine etwas dezentere Münchner Mannschaft sehen werden, die jetzt nicht hier Vollgas offensiv Fußball gegen die Augsburger spielt. Mhm. Von das daher, wenn ich das sagen darf, schön, oder? Das würde ich auch vermuten, wenn Bayern wie klassischerweise mit Punkten führen würde in der Tabelle. Als Verfolger bin ich mir nicht so sicher, ob da nicht eher der Weg ist, Selbstbewusstsein aufbauen, Vollgas gehen gegen Augsburg jetzt, vielleicht sich auch zu zeigen, zu beweisen und mit einem guten Gefühl ins Liverpool-Spiel gehen, denn die sind ja Außenseiter. Ja, wobei er selbst Klopp sagt, er findet es immer witzig, wenn ihnen die Favoritenrolle zugeschoben wird, denn es sind einfach zwei sehr starke Mannschaften, die eigentlich, wo man jetzt im Vorfeld nicht sagen kann, wer gewinnt, sagt Klopp. Und das ist natürlich Understatement, aber auch gewisse Realität. Aber das Spiel ist noch ein bisschen hin. Die Augsburger machen mir gravierende Sorgen. Also die haben zwar gegen Mainz daheim gewonnen, aber dann spielen die in Bremen und verlieren 4-0, passt dann ins Bild wieder. Gegen Bayern ja, werden sie sich nochmal vielleicht am Riemen reißen, aber natürlich war dein Tipp mit den über 2,5 Toren schon ganz gut, also nur über 2,5 Tore der Bayern, oder? Ja. Bei Wolfsburg gegen Mainz, was könnte man denn da erwarten bei diesem Spiel? Sehen wir mal. Die Wölfe sind ja auf 7 in der Tabelle, gegen die Mainzer auf 11. Und beide sind so ein bisschen über ihren Möglichkeiten, muss man fast sagen, oder über den Erwartungen. Auch wenn Wolfsburg die Punkte hauptsächlich auswärts sammelt zu Hause, sind sie nicht besonders stark gewesen diese Saison. Können da die Mainzer eine Überraschung reißen? Also die sind ja oft für Überraschungen gut gewesen. Es ist für mich so ein klassisches Low-Scoring-Game. Das auf jeden Fall und wenn ich mir die Quoten anschaue, dann würde ich einfach tendieren zu einem reinen Sieg-Tipp auf Wolfsburg. Dafür scheint mir doch die Quote ein bisschen hoch, denn Wolfsburg spielt zwar über den Erwartungen, hat aber letztendlich auch das Potenzial, unter den Top 5 da zu sein. Und deshalb glaube ich schon, dass die gegen Mainz gewinnen. Die waren letzte Woche auch nicht ganz so gut. Von daher, Wolfsburg gewinnt es und ich finde die Quote dafür einfach echt attraktiv. 1-7. Ja.
Also vielleicht überschätze ich Wolfsburg, aber ich hätte das jetzt eher persönlich so 1-4, 1-5 gesehen. Mainz. Ja, das war ein irres Spiel in Freiburg, haben die gemacht. Das spricht nicht für ihre Abwehr, dass sie da drei Buden kassieren und das vierte hat noch nicht mal gezählt. Vielleicht, ja gut, die Mainzer haben bei Leverkusen auf den Senkel bekommen. Und davor gegen Augsburg und davor darf man auch nicht vergessen, dass sie halt eben genau das waren, was du gerade gesagt hast, so Overachiever über den Erwartungen. Und vielleicht kommt jetzt mal so ein kleiner Leerlauf bei Mainz. Also ich sehe Wolfsburg schon im Vorteil. Also ich glaube, die machen das. Die sind jetzt am internationalen Platz dran. Mainz ist so ein bisschen da, wo sie sein wollen, haben aber jetzt auch nicht unbedingt, müssen jetzt nicht, spielen halt irgendwie um nichts. Ne? Mittelfeld. Ja. Du hast ja gesagt, es ist auf jeden Fall ein Low-Scoring-Game. Also bei Wolfsburg Sieg kann ich mich so nicht wirklich motivieren, das hinzuschreiben. Deswegen unter 2,5 Tore. Das könnte passen. Tore hingegen garantiert bei Hannover gegen Hoffenheim? Fragezeichen. Ja, also du hast dich jetzt schön mal selber zitiert mit das ist ein Low-Scoring-Game. Aber jetzt sind wir schon wieder beim nächsten. Hoffenheim-Hannover. Hannover mit dem Befreiungsschlag, allerdings gegen Nürnberger, die zu zehnt waren, sich auch nicht so gut präsentiert haben. Also da kann ich jetzt nicht wirklich irgendwas Schlüssiges draus ziehen. Hoffenheim hier Favorit, haben daheim aber nicht so die Punkte geholt, wie sie es müssen, zum Beispiel letztens erst gegen Düsseldorf. Ein Both-to-Score kannst du auch nicht wirklich sagen, denn dafür war die Offensive von Hannover nicht gut genug im Spiel gegen Leipzig und dann auch nicht gegen Nürnberg. Der Doll-Effekt in der Offensive noch nicht so richtig erkennbar. Für mich ein nicht zu tippen Spiel, denn es macht, wenn man auf Hoffenheim geht, tatsächlich erst Sinn, mit Handicap draufzusetzen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die mit zwei Toren sicher gewinnen würden, so dass ich das jetzt keine Value-Bet sehe. Und wenn man das Gefühl hat, dass Hannover was reißen könnte, dann Respekt, dann sind die Quoten echt gut, aber ist mir zu heikel. In der Schule würde man dann sagen, alles richtig gemacht, brauche ich gar nichts mehr dazu sagen, ist ein No-Bet. Ja. Bei Stuttgart-Leipzig, ja, die Stuttgarter sind ja aktuell wahrscheinlich so die schlechteste Mannschaft der Liga, wenn man die Spiele zuletzt gesehen hat von denen. Dann verlieren sie auch noch gegen ein anderes Team, das ja auch als Abstiegskandidat gehandelt wurde, aber so wie die Fortuna da in letzter Zeit gespielt hat, müssen die Stuttgarter und die Nürnberger das unter sich ausmachen und die Hannoveraner. Da sagen die Düsseldorfer dann, ciao, wir wollen da mit dem Abstiegskampf überhaupt nichts zu tun haben. Stuttgart hingegen, ja, jetzt haben sie einen neuen Sportvorstand mit Hitzlsperger und ja, da haben sie halt auch nicht gecheckt, dass der Trainer die Mannschaft aufstellt. Da war ihnen der Schritt, den Trainer rauszufeuern, halt einfach irgendwie zu krass. Also alles andere als ein Leipzig-Sieg wäre halt dann schon irgendwie eine Überraschung. Und da brauchen wir dann natürlich einfach nur einen Blick auf die Quoten werfen. Und da ist selbst die 1,6er-Quote auf Leipzig eigentlich ganz gut mitzunehmen. Denn warum sollte Stuttgart ausgerechnet jetzt wieder den Bock umstoßen? Allerdings hat Leipzig auch schon öfter mal uns hängen lassen. Ich würde da auch fast nichts anderes mehr dazu sagen. Vielleicht der Name Stuttgart ist ein bisschen besser als das Team. Was ich gehört habe, das ist auch ein Endspiel für Weinzierl. Das heißt, wenn er da jetzt nicht punktet oder die Mannschaft sich nicht gut präsentiert, dann war es das vielleicht für ihn. Wäre schon krass. Wäre auch ein bisschen unfair irgendwie für Hitzlsperger, wenn er da als neuer Sportdirektor kommt und dann quasi mit dem Trainer wirklich nach einem Spieltag entlassen würde. Finde ich, ist kein schöner Start, wenn du eine neue Position annimmst, dann erstmal einen Trainer rausschmeißt und dir dann einen neuen suchen musst. Also finde ich jetzt uncool, falls Weinz hier fliegt, egal wie das Spiel ausgeht. Leipzig oder No-Bet? Eher No-Bet, oder? Ach, oder Leipzig, Quote gut genug? Das, die 1,6er-Quote finde ich hier gut, wenn man sieht, dass Hoffenheim daheim gegen wieder erstarkte Hannoveraner eine 1,6 bekommen,
eine 1,3 gekriegt hat und dann Leipzig auswärts 1,6 gegen wirklich furchtbar schlechte Stuttgarter. Und Leipzig hat sich die letzten Male eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen. Da müsste man schon sehr pessimistisch sein, wenn man sagt, die nehmen wir jetzt mit und wir setzen da auf Stuttgart. Aber von daher, einziger Gedanke. Schalke Freiburg, das könnte interessanter sein. Das ist ja auch wahnsinnig schwierig. Ja, wenn man erstmal sieht, was Freiburg für eine hohe Heimquote hat, Auswärtsquote. Das Hinspiel weiß ich noch genau, da haben wir bei dir geschaut, beide sind wir auf Schalke gegangen und haben uns geärgert oder gefreut? Aber ich weiß nicht. Bei Schalke habe ich mich noch nie gefreut. Nee, 1-0 hat Freiburg gewonnen. Genau, da haben wir auf Schalke gesetzt. Ich erinnere mich, also habe ich auf jeden Fall bei dir geschaut. Und jetzt no bet für mich. Ich weiß nicht, ob du was zu dem Spiel zu sagen hast. Both to score. Ich glaube, dass Freiburg auf jeden Fall ein Tor schießt. Schalke wäre auch krass, wenn die daheim keins machen würden. Haben sie schon, glaube ich, gegen Gladbach so gemacht. Aber gegen Freiburg werden sie wohl treffen. Also no bet, both to score, wenn die Quote passt. Hm. Schalke muss es doch gewinnen. Dafür ist die Quote echt gut. Aber es ist halt Schalke und die sind dieses Jahr einfach schlecht. Hm. Ich bin ja immer ein Fan von wenig Toren. Das halt unterfällt. Aber bei Freiburg ist das in der letzten Zeit nicht möglich. Die kassieren viel und können auch selber scoren. Schalke, ist auch nicht mehr diese Low-Scoring-Mannschaft, die sie mal waren. Von daher, in dem Spiel auf Over zu gehen, macht bei der Quote von 1,9 wirklich Sinn. Und ich habe auch fast schon in den letzten Tipps immer bessere Erfahrungen mit Over gemacht als mit Under. Deswegen hier die Quote mit 1,9 habe ich jetzt vergessen, werde ich jetzt noch hinzufügen. Hertha gegen Bremen gibt's als nächstes. Unentschieden. Ganz klares Unentschieden. Ob man jetzt darauf setzen will, ist die andere Frage. Aber ich sehe Berlin definitiv nicht als Gewinner in diesem Spiel. Bremen könnte ich mir vorstellen, aber meine Tendenz ist Unentschieden. Tore fallen, nein, möchte ich nicht drauf setzen, weil da ist Berlin auch zu sehr mal so, mal so. Haben mich persönlich im Stich gelassen im Spiel gegen Wolfsburg. Und Bremen hat jetzt souverän gegen Augsburg gewonnen, davor eigentlich in Nürnberg dominiert, aber trotzdem nicht den Sack zugemacht, unentschieden nur gespielt. Ich glaube, das geht ja auch unentschieden aus. Ich habe hier auch keinen Favoriten. Auch schwer zu sagen, was die Tore betrifft. Letzte Saison wäre es ein klares 0-0 gewesen. Ja. In der Saison eher weniger. Deswegen will ich mich hier jetzt auch nicht auf irgendwas einlassen, weil ich dafür auch zu wenig mit diesen Mannschaften zu tun habe. Mehr zu tun haben wir vielleicht mit Frankfurt und Gladbach, schon sehr oft drauf gesetzt, auch einige Spiele von denen gesehen. Deswegen würde ich hier als Idee sagen, die Gladbacher werden jetzt abstürzen und die Frankfurter werden vielleicht ein bisschen klettern. Fünfter sind sie schon, viel mehr geht eigentlich da gar nicht mehr. Von daher ist es auch eigentlich ein Unentschieden und dann würden sich die Quoten wieder anbieten. Also letzte Woche 3-0 verloren die Gladbacher gegen Hertha. Zu Hause sogar. Nach einer ewig langen Siegesserie. Von daher werden die jetzt auswärts auch ein bisschen dran zu knabbern haben und da tendiere ich schon sehr zu Frankfurt, auch wenn ich da auch wieder von den Quoten her nicht ganz überzeugt bin, dass die das auch gewinnen. Aber fallen Tore? Normal immer bei solchen Mannschaften, aber da hat auch Gladbach letzte Woche versagt beim Treffen. Genau, deshalb möchte ich, und Frankfurt übrigens auch, war ja auch eine unserer Wetten, die wir beide gesetzt haben. Both to score, Leipzig gegen Frankfurt. Meine Tendenz geht Richtung der Borussia. Ich glaube, da werden wir keinen gemeinsamen Nenner finden. X2 ist momentan mein Favorite. Mhm, aber hier gibt es zum Beispiel das Asian Handicap mit 0,25 auf Gladbach mit einer 1,89er Quote.
dann muss ich mein Veto einlegen. Ich gebe dir den Tipp mal, aber nur in Klammern. Das ja. bedeutet dann, dass es hier keine Conscious-Meinung gab oder so. Nee, also XX2 hat auch eine 1,6-Quote. Finde ich auch noch gut. Echt gut. Mhm. Ja. Ja, die müssen da nicht verlieren, das stimmt schon. Aber so stark schätze ich sie nicht ein. Leverkusen, Düsseldorf, ein Derby unter klaren Vorzeichen. Ja, Düsseldorf ist ja wohl das Team, das ich Woche für Woche unterschätze. Aber ja, nach dem Erfolg von Leverkusen gegen Mainz glaube ich, dass es hier einen Sieg auf Leverkusen geben wird. Und zwar mit einem Handicap. Also ich glaube, dass Leverkusen das mit mindestens 2 Toren gewinnt. Und dann muss man halt schauen, macht eine Quote von, also ein Asian Handicap -1 Sinn oder sogar -2. Mhm. Ja, da gibt es einen 1,25er für 1,93. Da kann man, wenn man populistisch ist, drauf setzen. Ja, das ist mein Tipp. Hm. Ja. Sorry. Ja, die, trotz der starken Düsseldorfer, aber die können normal auch nicht irgendwie immer 2 Überraschungen in Folge machen, weil sie auswärts jetzt 3 Spiele in Folge nicht verloren haben. In Hoffenheim, in Augsburg, in Hannover nicht. Ja, ja. Wird es aber mal wieder Zeit wahrscheinlich. Gegen Leverkusen gibt es auf den Sack. Sorry. Ja. Gut, dann schauen wir mal, der Herr Bosch, ob er das geregelt kriegt mit einer 1,25 bei einer 1,93er Quote. Bleibt noch das geliebte Montagsspiel zwischen Nürnberg und Dortmund. Endlich mal wieder ein Montagsspiel. Mir war montags schon immer langweilig und jetzt gibt es endlich wieder eins und dann auch noch so ein Leckerbissen. Das Hinspiel endete ja 7-0 für Dortmund. Da stand es zur Halbzeit, glaube ich, erst 1-0 oder 2-0, weil ich dann in der Halbzeit gesagt habe, Dortmund schießt schon noch 2 Tore oder so. Und dann haben sie ja sogar noch 3-4 geschossen. Und ja, das war damals so eine Quote von 2 oder so zur Halbzeit. Deswegen war das eigentlich sehr, sehr value-haltig. Hier gibt's wenn überhaupt Value für Nürnberg-Fans, die arg gebeutelten Klubberer, würde ich sagen, müssen jetzt mit dem Neutrainer Marek Mintal wirklich mal aus dem Dreck kommen, wenn sie denn überhaupt noch Ambitionen haben. In der NBA oder so sagt man ja dann, die wollen tanken, die wollen absichtlich verlieren, aber in der Bundesliga winkt ja nur der Abstieg und kein super Draft in der nächsten Saison, deswegen bringt das auch nichts. Aber ich denke, die Dortmunder, das ist halt die Frage, wie reagieren sie auf die Champions League? Werden sie jetzt mit Wut im Bauch kommen? Werden sie Nürnberg abschießen, weil sie das ja können, wie sie es im Hinspiel schon gezeigt haben? Oder werden sie noch verunsicherter sein und Nürnberg sogar vielleicht nur mit einem Torunterschied verlieren? Alles sehr vage, deswegen ein Spiel, ja, das eigentlich so in der Tabelle eine klare Angelegenheit ist. Erster gegen Letzter. Aber auf dem Papier, Mai, was will man da machen? Auf Dortmund setzen. Also ich denke mir nur Folgendes. Die werden mit Wut im Bauch spielen. Die haben, auch wenn sie jetzt 3-0 verloren haben und eine katastrophale zweite Halbzeit abgeliefert haben, die haben in der ersten Halbzeit wirklich stark gespielt und gegen ein schwaches Bundesliga-Team hätten die da schon wieder 3-0 oder so geführt. Also da bin ich von überzeugt, weil die erste Halbzeit war überragend. Okay. Die zweite halt nicht so, aber kann das Nürnberg aussetzen, ausnutzen. Also die Tore von Tottenham, die waren auch echt gut. Also da das waren jetzt keine solchen Fehler, wo man sagt, es hätte Nürnberger verwandelt. Deshalb sehe ich hier einen Handicap-Sieg von Dortmund sehr geil. Value halt. Mhm. Ja, mit minus 1,25 ist halt irgendwie, ja, muss man fast nehmen. Was auch in dem Zusammenhang dann vielleicht interessant ist, wenn Dortmund zur Halbzeit gewinnt und am Ende gibt es hier nicht im Angebot, aber ja, gibt es bestimmt auch noch eine relativ gute Quote. Und die Quote für den Asian Handicap minus 1,25 gibt 1,91. Und Halbzeitsieg wäre bei 1,9. Alles im Bereich des Möglichen. Geht man davon aus, die Dortmunder wollen
diese Champions League-Niederlage schnell vergessen. Aber in der Bundesliga lief es ja zurzeit auch nicht so. Aber zumindest gegen Hoffenheim haben sie auch in der ersten Halbzeit dominiert. Also die erste Halbzeit ist anscheinend derzeit noch das Dortmunder Markenzeichen. Gut, dann schauen wir uns mal an, was aus diesen Tipps wir als unsere drei Top-Picks abschließen wollen. Dann mache ich mal den Anfang mit meinem ersten Tipp. Ich tippe immer gerne auf die Leipziger und in dem Fall mit einer Quote von 1,6. Ja, reicht mir das gegen die Stuttgarter und ist so ziemlich mein Lieblingstipp bisher. Ja, mein erster Tipp, der bringt uns nach Leverkusen. Ich sage Asian Handicap minus 1,5 gegen Düsseldorf, gibt mir eine Quote von 2,1. 1,25. 1,5. Achso. Ja. Ob die Quote stimmt, muss man halt dann wieder schauen. Ich habe als zweiten Tipp auch ein Leverkusener Spiel. Dann können wir gleich hier bleiben im schönen Rudolf-Haberland-Stadion. Oder wie es jetzt heißt, habe ich mir gar nicht die Mühe gemacht zu merken. Weil ja diese Sponsoren sowieso nur von Journalisten nicht erwähnt werden sollten. Deswegen Leverkusen im gesamten Spiel über 3,5 Tore. Da bin ich nicht darauf angewiesen, dass Leverkusen auch gewinnt. Aber dass halt hier über 3,5 Tore fallen, könnte doch sein. Wenn die Düsseldorf insgesamt im Spiel oder nur auf Leverkusen? Nein, im gesamten Spiel. Okay. Ich hab mir schon meinen Kopf langen wollen. Mein zweites Spiel ist von der Kreativität gleich wenig. Und zwar gehe ich hier auf Dortmund minus 1,5. Und dafür bekomme ich eine Quote von 2,15. Mhm. Auch hier glaube ich ganz klar, dass der BVB mit 2 Toren gewinnt und er mit Hass. Was gibt's für eine Quote? Im Bauchspiel 2,15. Ja, könnt ihr mir vorstellen, als meinen dritten Pick haben mir die Bremer rausgesucht. Da ich die in Berlin nicht als unbedingt schlechtere Mannschaft sehe, ist das Asian Handicap von 0,25 noch vertretbar, wenn auch nicht optimal. Aber ich finde, die Bremer sollten hier an ihren tollen Erfolg vom letzten Wochenende anknüpfen, bei einer Quote von 1,85. Dann bleibt noch ein Tipp offen. Ja, und hier habe ich zwei, die ich sagen möchte, weil ich bin mir gerade nicht sicher. Ich finde Gladbach X2 für eine Quote von 1,6 sexy, weil ich nicht glaube, dass Frankfurt gewinnt. Aber ich habe mich schon öfter bei Frankfurt getäuscht, deshalb bleibe ich auch in Berlin, weil du da gerade schon bist. Und ich sage nämlich, dass es zu Unentschieden ein X gibt und dafür kriege ich die Quote von 2,3. Hertha Halbzeit X mit 2,3. Interessanter Tipp habe ich auch schon im Kopf gehabt, aber hatte dann auch im Kopf, dass Hertha ja oft in der ersten Halbzeit führt und dann habe ich es wieder überworfen in Gedanken. Aber vielleicht hast du mehr Glück. Oh, dann musst du zum Essen und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET.